White Russian. Was sollen die Leute denken? Diese Frage stellen wir uns schon lange nicht mehr. Kaban wird sie sich heute stellen, denn man kann ja Inter ein bisschen so Restschamgefühl haben. Ist vielleicht auch ganz nützlich. Aber worauf wollte ich hinaus? Letzte Folge, Planungsfolge Nummer 1 mit so Plänen, die wieder sehr geplant waren, vor allem von mir und perfekt schon da, also ne? Ein Traum. Weißt du Bescheid. Diese Folge jetzt quasi, wo schlägt man zu? Ne? So was mit den Autos und so weiter und da erstmal die Gegend auskundschaften und so für Kaban sicherlich unfreiwillig komisch, besser gesagt nicht für Kaban, wir lachen nicht mit ihm, wir können dieses Mal auslachen. Auch du, gern. Und ja, das wird, also ich fand es eigentlich ganz witzig. Viel Spaß und bleib geil. Oh Gott, da müssen wir ja aufpassen, das ist ätzend. Sollten wir das nicht immer tun? Ja. Du hast so ein scheiß Auto überfallen. Wir brauchen eine Exit-Strategie. Die brauchen wir wirklich. Ja, so einen Fluchtwagen solltet ihr euch bereitstellen. White Noise Filter solltet ihr auch haben. White Noise sag ich. Hier. Jamer. Jamer. Oui, monsieur. Jamer. D'accord. Habe ich aber einen. Ja, das ist magnifique. Haben wir. Eben, und Deli hat ja jetzt einen schönen Wagen. Den können wir ja direkt den dafür nehmen. Super. Ich weiß jetzt schon, dass mein Wagen gleich wieder weg ist. Hey, du hast dir extra einen Runnerwagen gebaut. Der ist glaube ich, nicht so schnell wieder weg. Kommt ja, die Karre hat sogar echt was drauf. Na, der hat doch einen Schmuggelbehälter und so ein Shit. Da können wir wenigstens den Stuff zwischen... Siehst du, da können wir wenigstens den Gemma und so zwischenlagern. Ist doch super. Und je nachdem, welches Gebiet das ist, in das wir dann rein wollen, das wäre nämlich tatsächlich klug vorher zu wissen. Das wissen wir nur leider vorher nicht. Also wir können schon mal gucken, wo so viele hingehen, damit wir uns schon mal was ausmachen können oder so, damit wir irgendwie gucken können, wo wir dann gegebenenfalls mal Wie gucken gehen denn, und so. Wenn wir uns Stammkunden raussuchen? Ja. Ja. Wir machen einfach wirklich, was wir ihr annisten wollen, und zwar, dass sie sich Daten sammelt von Leuten, die da reingehen. Und wenn die da reingehen, ob die dann nach Hause fahren und wie oft die das machen, in der Regel. Braucht eine Karte, ne? Damit ich euch das jetzt perfekt zeigen kann. Ich möchte jetzt bitte nicht wieder das Dings aufmachen, sonst schmiert mein Rechner wieder ab. Dann kriegst du als einziges keine und du kriegst es nur beschrieben. Kannst du die Karte aufmachen? Ja, muss ich gleich mal gucken. Das Nervige ist eigentlich die Internetverbindung, die ist hier ein bisschen scheiße gerade. Aber ist nicht so schlimm, das geht schon. Kann mir bitte jemand nochmal den Twitter-Link geben? Warte. Es ist nicht so, dass du den im TS gepostet hast und deswegen einfach. Ja, aber das ist so lange her. Ach so, ja. Ich helfe dir doch. Da ist er auch. Und jetzt die Hände zum Pimmel. Zum Pimmel, dachte ich, oder? Zum Pimmel habe ich auch gerade gesagt, ja. Sehr gut. Tschüss, danke. Finn Glui Mgnavktulurjev gar nicht getragen. Genau das. So. Karte, wo hab ich denn die? Ah, da ja. Ich finde immer noch, ich finde das immer total faszinierend, dass du quasi das aussprechen kannst. Ich kann das nicht aussprechen, ich sag einfach das, was da steht. Karte! Hast du das irgendwie auf dem Arm tätowiert oder was? Dass du das mal ablehnen kannst? Das waren jetzt beide mein Desktop-Hintergrund, glaube ich. Achso. Easy. Denkst du, es wäre leicht zu werden wie ich? Nee. Gold, Krone und Cthulhu. So, Karte. Perfekt. Au. Das Asset ist da. Oder das schwarze Kreuz ist. Blau werden jetzt. Oh Gott, wo ist denn da ein schwarzes Kreuz? Oben in Sokol. Ach, da. Ach du Scheiße. Wir hatten da jetzt drum gemalt. Da gibt es so ein paar Routen, die euch, glaube ich, ganz günstig sein könnten. In verschiedener Hinsicht. Zum Beispiel, was öfter mal ist, tatsächlich Stammkunden. Das ist sogar eine Gruppe von Personen. Die nehmen immer das Sechser-Taxi. Ja, zu viele Leute ist scheiße. Okay, die. Wobei, ich habe eine Schrote. Die fahren hierhin. Also für dich, Flummi, die fahren in das B-Gebiet in Donskoi, das obere, aber fahren dadurch natürlich ein ganzes Stück durch Donskoi und durchqueren dabei noch zwar ein gutes C-Gebiet, was aber sehr nah an einem sehr schlechten C-Gebiet ist. Pratjevo.
Und Du meinst. Pratevo, da fahren sie auch durch, sogar durch ein schlechtes Zielgebiet, genau. Ah, oh, das ist doch gut. Aber Dann ich nehmen wir mache doch schon eine bei lange Runde. Bratjevo. In Jušnoje fahren sie durchs Zielgebiet auch durch das Weiße, ne? Ja, aber das ist ein gutes Zielgebiet an der Uni. Das ist tatsächlich. Das ist das, wo höher, ne? Wo. Na, egal. Unser Da allererster wo. Ja, Abend. ja, ja. Unser Das steht nicht. allererster Abend. So, und dann haben wir noch was, was hier hinfährt. Das ist in die Nähe der Fleischer, nicht ganz dahin. Aber fahren sie halt auch an einem schlechten Zielgebiet in Bratjevo vorbei. Oh Und das sind Gott, halt auch kann. alles lange Strecken, wo. Also, das sind so die langen Strecken auch, weil ich dachte, lang ist vielleicht besser für euch. Ja. Und näher an Donskoi ist auch vermutlich besser für euch. Naja, vor allen Dingen sind die schlechten Seegebiete in Bratjevo gut für uns. Ja, ne? Und unsere Sache, unsere Wege, die dann nicht allzu weit sind und quer durch die Stadt später und so weiter und so fort. Also, was auf jeden Fall positiv ist, ist ein Scheiß-Zielgebiet, weil die guten Zielgebiete sind kacke zum Ausnehmen. Was, da willst du nicht mit Autos was machen? Was ist denn das da jetzt für eine Sprechblase? Ich zeige den Zuhörern nur an, wo eins ist, wo du das erste Mal gesehen hast, dass Ah! da was ist. Ich kann das nicht alles im Video animieren, Mann. Nee, du hast ja total. Soll ich dann eins auch einfach hinschreiben? Kann ich auch machen. Ach so, warte mal, da müsste ich jetzt wieder wegmachen, was ich da gemacht habe. Moment, scheiße. Wie viel Mühe sich der Disc gibt, ne? Finde ich schön. Ja, ich glaube jetzt, ja, passt irgendwie. Ja, mach du mal. Mach du mal da eins und weil. Oh, die sieht man aber. Ich verschieb die doch schon. Sprechblasen-Idee fand ich gar nicht so schlecht. Nee, Ich mach da möchte mal jetzt. Sprechblasen, das ist. Nee, mach da mal Ist recht, oder? Sprechblasen. Braucht ihr eine dritte Route oder sind die beiden okay? Die sind okay, denke ich. Einer Ja, von denke denen ich wird uns auch. irgendwo hinbringen. Die Gruppe, wie viele Leute sind das und was sind das für welche? Wissen wir das? Sehen wir das? Das erste, die sechs Typen, die. Das sind ganz, ganz untere Regierungsangestellte. Das ist die Reihe, die so über dem Praktikanten stehen, aber nicht viel. Die am anfälligsten für Bestechung sind, die aber halt auch am wenigsten Einfluss haben. Das sind echt Typen, da ist. Typen, die auf Ne. jeden Fall Cyberaugen haben. Nee, nicht zwingend, aber ein paar bestimmt. Übrigens, die Cyberaugen sind von Halluzinogenen auch betroffen, so ist nicht. Dann. Ach nee, sind. Weiß ich nicht. Ist mir jetzt egal. Und das andere. Andere ist ein Pärchen. Die ihre. Die. Weißt du, die sind schon wirklich lange zusammen. Die Erotik hat Einzug und Auszug auch wieder gehalten und sie peppen sich dort auf, um ihr Liebesspiel quasi noch besser zu machen, um quasi ihrer Beziehung auch die letzte Fülle zu verleihen. Ich erzähl dir nie wieder was aus meinem Privatleben. Sehr schön. Das hättest du es nicht gesagt, hätte es keiner gemerkt. Scheiße! Das schneiden wir raus. So, also hier hast du nichts zu tun, Mischkonsum. Untenrum. Das betretene Schweigen und Alkohol. Nee, kein Alkohol. Juti, dann Regierungsbeamte, bla, wen nehmen wir denn? Klingt beide total Zuerst. verlockend, ey. Also ich sag mal, wir gucken am besten erstmal, was wir über die Leute so rauskriegen und also über die Leute wissen und Naja, wir können uns hier beide schnappen, so ist ja nicht. Ah, ich würde einen machen und dann Zeit vergehen lassen und dann erst den zweiten machen. Ja, war halt nicht so viel, ne? Ja, eine Woche oder so. Den größeren Erstimpact hättet ihr natürlich allein durch den Raub schon bei Regierungsbeamten. Das ist richtig. Na, deshalb halt eine zweite, also deshalb ungefähr eine Woche, weil das ist halt lange genug, damit man unterstellen kann, dass man halt wollte, dass man es nicht rauskriegt. Aber kurz genug, um zu wissen, wenn man es denn weiß, dass es quasi kein Zufall war. Wisst ihr, was ich meine? Das hörte sich jetzt verwirrend an, aber ich hoffe, ihr habt mich trotzdem Ich hab verstanden. dich verstanden. Okay. Was? Du hast genug Verkotzter. Östrogen, um mich verstehen zu können. Ich hab dich doch auch verstanden. Ich musste War nur die du nicht, Statistik um sagen. es, ne? Adäquat erklären zu können, ja. Sie. Jut. Also ungefähr so eine Woche, anderthalb Wochen, je nachdem, in welchem Abschnitt die halt immer kommen.
Wisst ihr? Ja, die werden zum Wochenende wahrscheinlich hingehen. Wenn da jedes Wochenende Krawall abgeht, dann wegen uns, dann ist auf jeden Fall genug Presse. Und ja, der Troll hat recht, Regierungsbeamte zu. Ist geil. Macht Bock. Super, da geht mir ja schon geil. Da geht mir ja schon eine ab, allein nur wegen der Idee. Gut. Die sind dann auch direkt sauer und so, das ist gut. Die werden dann auch vielleicht dafür sorgen, dass Evo schließen muss. Evo schließen muss, genau. Die Praktikanten sorgen dafür, dass Evo schließen muss. Ja, die setzen sich voll ein. Das finde ich super. Komplett Evo macht zu, weil zwei Praktikanten sich in die Hose gekackt haben. Die machen Hungerstreik bei Staffascheck vor der Tür. Das war's mit Twiddler. Yay! Ja. Gut. Boah, perfekt. So. Auf jeden? Was ist denn mit Twiddler los? Das ist nur wegen den Sprachboxen, die ich eingefügt habe. Auf jeden Fall. Nein, genau, gute Idee. Also, was brauchen wir denn alles? Ein Jammer, wir brauchen ein anständiges Auto, das hast du. Wir brauchen Masken, wir brauchen irgendwas, damit man uns auf gar keinen Fall erkennt. Wir haben noch die geilen Masken vom Verhör. Die Stahlmasken mit Stimmverzerrer. Was denn, die sind wohl gut? Stimmt, ja eben, deswegen lache ich ja so. Latexhandschuhe. Ja, halt irgendwas, eine Kapuze. Für mich. Wir rasieren den Kopf wieder, in 2 Wochen sind wir nachgewachsen. Ich will schon wieder meinen Kopf rasiert haben. Komm bitte. Oh, bitte, bitte, Herr Kirsch, genau, eine Zigarette. Er hat doch recht. Also sie hat doch recht. Ich meine, deine Haare sind doch eh nachgewachsen. In sehr kurzer Zeit. Trotzdem. Ich kann es auch erstmal mit einer Kapuze machen. Ja, das passt schon. Ihr könnt eine Sturmhaube drunter und dann die Stahlmaske drauf. So, ich habe jetzt drin rumgemalt. Twiddler funktioniert auch in der Zeit wieder perfekt. Oh, voll schön. Ja. Tutti. Ich hole mich ins Taxi. Und wir kommen, dann brauchen wir noch ein bisschen Equipment. Alles, was man halt braucht, um ihn auszurauben. Ja. Yep. Handschuhe, Maske, Waffen. Stromschrotflinte. Nein, ich möchte nicht meine Stromschrotflinte mitnehmen. Ich aber. Aber die rostet doch quasi schon. Ich weiß, dass die schon rostet, Spielleiter, aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich die jetzt mitnehme, du sie mir hinterher quer in den Arsch schiebst. Ja, ich meine, wenn ihr wirklich ganz nah einem schlechten C-Gebiet langfahrt und der, wie heißt er? Dellinger. Der Kaban, der hat ja so ein richtig fettes, geiles Schmuggelfach jetzt. Da passt die sogar rein. Also unten. Die ist doch auch, das untere, das große ist doch auch jetzt gegen Metalldings da, ne? Ja. Ja. Aber also, wenn die Regierungsbeamten eine Waffe beschreiben, die aussieht wie eine Sturmschrotflinte, die nicht so oft vorkommt in der Stadt, dann habe ich sowas wie ein Markenzeichen, was. Daumen hoch für mitgedacht. Finde ich in Ordnung. Danke, ich werde mir das aufheben für Situationen, in denen das Ding tatsächlich mal notwendig ist. Für die scheiß Regierungsbeamten reicht eine Knarre. Zum Beispiel. Für die scheiß Regierungsbeamten reicht eine Knarre und zur Not eine Schrote. Richtig. Oh, ich kann meine Schrote mal wieder mitnehmen. Die haben so viele Leute, da falle ich nicht mit auf. Kurz für die Statistik, wir lassen irgendwo an einer dunklen Stelle, ihr sagt wann, das Auto ausgehen, dann geht ihr drauf und das Wetter. Ja. Guter Plan. Wollen wir sie aussteigen lassen, sich entkleiden lassen und sie dann alleine lassen oder wollen wir sie weiterfahren lassen? Das überlege ich gerade. Ich habe ja schon Bock. Ausziehen! Ach, gucken wir einfach, wie die sich benehmen. Wenn die scheiße sind, dann müssen die das machen. Wenn die nicht scheiße sind, dann vielleicht nicht. Wenn die aber nachher dann buttgeraped werden, als. Die wollten das doch. Dann, wenn die das nicht gewollt hätten, wären die nicht nackt über die Straßen gelaufen. Ich hab nicht gewusst, dass wir es mit dem Sadomaso-Club zu tun bekommen da. Ich meine, wer würde denn freiwillig in einem schlechten Zielgebiet über die Straße gehen, nackt, wenn er nicht buttgeraped werden möchte? Außerdem ist es noch kalt genug, dass die wirklich, wirklich frieren. Also, die werden ihren Arsch so fest zusammengekniffen haben, da kriegst du nichts rein. In ein Nuyen-Stück würde die Prägung verlieren. Kannst du Haselnuss mitknacken. Gut. Machen wir das so. Also, wir bereiten uns vor. Wir gucken uns die Gegend an. Genau. Wo wir ungefähr durchfahren wollen.
wo die ungefähr durchfahren wollen. Ja. Strecke 2 sind die Regierungsbeamten, ne? Das Pärchen. Oder sind das die 6? Die 2 ist das Pärchen. Das sind nicht die Regierungsbeamten? Genau. Das sind nicht die Regierungsbeamten. Genau. Richtig, okay. Route 1 gleich. Okay, Route 1. Dann, wir gehen Route 1 jetzt. So. Alle, die sich umsehen, bitte Wahrnehmung. Sag mal, allgemein. Das Braune da, wo die da auch entlang fahren, ne? Das war hier Human Nation. Human Nation. Oder? Aber da fahren sie ja extra am Rand lang, weil, wie gesagt, nicht durch Ganggebiete. Okay, aber am Rand. Auf Sicht, ne? Auf Sicht quasi. Ja. Ich habe 3 Erfolge. Ich prophezei, ich werde 1 oder 2 Erfolge haben. Warte, ich muss den Song fertig machen. Warte. Okay. 2 Erfolge. 2 Erfolge ist doch okay. Ja, das ist auch okay. Und ich habe, guck mal, 2 Sechsen und 5 Dreien. Wie wahrscheinlich ist denn das? Nicht so. Ist quasi ein Full House. So gut als wie, ja. Nur noch besser. Ich hab A. A4, okay. Monster. Ja. Alter, ich liege hier gerade rum, deswegen ist es immer ein bisschen schwer, das so tippen und so. 2-1-6-5-2-1-6-5-1. Ich muss mir, glaube ich, mal eine aktuelle Version dieses Generators zulegen. Vermutlich. Irgendwas. Da bin ich absolut für. Vielleicht würfel ich das mal besser. Also jetzt 2 Erfolge waren okay, ich will mich gar nicht beschweren. Ey. Komm schon. Ich buttrape dich bald, wenn ich dich sehe. Darauf will ja doch die ganze Zeit hinaus. Sehr geil. Das war nicht überzeugend. Ich hab ja auch Angst, du tust so weh. Okay, wonach genau haltet ihr Ausschau? Außer natürlich einer perfekten Fluchtroute, die für Kabans Auto wie gemacht ist. Kameras, höhö, oder sowas. Ja. Irgendwelche oder halt, Stellen. Also wirklich so Sachen, wo die uns gefährlich werden könnten. Nervige Omas, die aus dem Fenster gucken. Sowas in der Art, genau. Oder Streifenpolizisten oder so. Ich hätte es halt gesagt, irgendwelche Stellen, wo die Leitplanken vielleicht mit Kissen abgedeckt sind oder so irgendwas, der Asphalt weich ist und... Wir gucken da natürlich nach dem Donut, ob hier irgendein Donutladen dagegen ist, wo dann die Polizisten sich... Ich liebe dich! Gott, schrecklich. Lass mich doch mal kurz meine Liebe zu Düse bekunden. Love is in the air, everywhere I look around. Guck mal, wie er sich freut. Yep. Das ist keine Liebe, das ist ein Moschus und das kommt von mir. Was mischst du dich da eigentlich schon wieder ein? Er ist eifersüchtig. Ich wollte auch keiner geredet. Er ist eifersüchtig, hallo? Ja. Wir brauchen ein Lied für unseren Spielmeister, wenn wir alle ganz liebevoll zu ihm sind. Ja. Ja. Juti. Das Lied gibt's noch nicht, wollte er sagen, deswegen werden wir es auch niemals singen. You're my heart, you're my soul. Ja, das finde ich. The Candyman! Ich hatte eigentlich als erstes gedacht, another one bite the dust. Junge! Dann wäre aber schöner gewesen, Killer Queen. Jo, nee, dann, wir gucken uns natürlich ja, wie Kaban schon gesagt hat. Ja, passende Stellen, wo ihr das machen könnt und so weiter. Ich überlege nur gerade. Lasst mich eine Minute kurz meine Sachlage von Lustieren. Oh, Billy möchte nach Cold Spots gucken, also sprich, wo die Matrix-Abdeckung ganz schlecht ist, wo sie richtig kacke geht, das möchte sie wissen. Ja, das wäre noch. Ist natürlich immer in der Nähe von den grauen Gebieten, ne? Jo, kacke, aber schon blöd. Ja, schon kacke, wo man weiß, dass eventuell dann Probleme auch vom System auftreten können, im Sinne von, es ist schon mal, kann schon mal vorkommen, dass das Auto da Verbindung verliert. Ja, auf jeden Fall. Da ist gut. Ja. Gemma so. Kommt mit. Was kommt mit? Der Gemma. Achso, ja, na klar. Nur es geht, Flummi, es geht eher um die Reason quasi nach dem Motto, das Auto ist jetzt aber gerade im Funkloch. Ja, aber der Autopilot schafft das ja schon. Ja, das habe ich schon verstanden, dass du das hast. Mir ist auch klar, dass du die Verbindung zum Auto verlierst, sobald wir den Jammer anmachen, aber konnten wir den nicht einstellen? Wir konnten doch den Jammer einstellen, dass er deine Frequenz rauslässt. Du kannst einstellen, dass er nur bestimmte Frequenzen stört oder alles außer bestimmten Frequenzen. Das sagen ist wir alles außer ziemlich Billy. Gut. Ja. Ihr könnt mich ja auch quasi... Nee, könnt ihr nicht. Außer Billy und euch. Ja, alles außer Billy und uns. Gut.
Juti, pass auf. Das ist folgendermaßen, das war Wahrnehmung und jetzt möchte ich bitte, dass ihr würfelt. Gebräuche und Intuition. Intuition, wirklich? Ja, bitte. Ich habe mal nachgeguckt, das stimmt sogar, was ich da mache mit Gebräuche und okay. Intuition. Ich patze! Ich hab zum ersten Mal, nee, ich glaube nicht zum ersten Mal, aber ich patze. Das passt sogar richtig gut. Schön. Ja, ne? Ja, nee, das ich spiele ja kein Straßenkind. Ja, genau. Ich fahre auch kein Skateboard. Oder Longboard. Was? Ich wüsste das, wenn ich Skateboard. Also ich kenne mich da genau aus. Ich weiß genau, was Phase ist da, Mann. Ich müsste es besser wissen, als ich es gerade tatsächlich weiß. Jutti. Also, in der Nähe der schlechten Gebiete, wo ihr zuschlagen wollt, bla, an den besten Stellen. Also die beste Stelle, die würde ich ganz mal denken, ist jetzt rot eingezeichnet. Oh Gott, warte. Also, so hier, ne? So, wäre schon ziemlich pralle. Oh, das sieht man fantastisch. Ich muss da kritisieren. Ich hab's gesehen. Ich hab's auch gesehen. Ich hab's, ja. Also, an dieser Stelle. Billy, die sind alle total unfreundlich und wie die hier aussehen und die gucken dich an, weil die einfach eifersüchtig sind, weil du gut aussiehst und die nicht. Und weißt du, dort läuft sie einmal ein bisschen mit mehr Hüftschwung, weil es ist halt gerade passend und die gucken alle, als wärst du sonst was, die anderen. Die Leute sind super eingeschüchtert. Generell, nicht nur von euch, ich meine, euch sieht man da nicht so oft, deswegen auch. Aber sie sind nicht eingeschüchtert von Billys fantastischem Äußeren, obwohl das auf jeden Fall angebracht wäre. Nee, aber das ist, die haben richtig AA in der Hose. Hä? Was ist denn da passiert in der jüngeren Vergangenheit, dass die alle Schiss haben? Der Medienjunkie weiß nichts und du weißt auch nichts. Und Gaban weiß auch nichts. Wie, ich weiß nichts. Die Gebräuche war, dass ihr merkt, wie viel Schiss die haben. Gaban mit den 4 Erfolgen siehst du auch noch. Es wird schlimmer an so einer Kreuzung, also da ist eine Kreuzung, dann geht's einmal ab Einbahnstraße, wo das quasi, ist nicht direkt eine Einbahnstraße, ist dann so ein Parkplatz vom Staffershack, so ein Lieferparkplatz. Da ist besonders, da ist einfach keiner. Wenn die Penner, Verarschen? Die hätten da eine gute Gelegenheit irgendwie, da ist so ein nicht direkt ein Unterstand, aber so eine Treppe zum Keller hin, da könnte man sich was hinstellen, dass es da warm ist, aber da ist einfach keiner, die machen da den größten Bogen der Welt. Leute. Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen. Was ist hier passiert? Jojo guckt sich die Sache im Astralraum mal an. Alter. Oh, snap. Ja, ich wollte jetzt mal echt was Magisches probieren. Du bist so cool. Also meine Nein. Let's Plays haben dich jetzt wirklich auf die Idee gebracht, dass du Magierin bist. Wenn du auch denkst, dass das so ist. Schreib ja, aber wenn die alle Angst Yay. Haben, ich will jetzt ausschließen, dass da einfach nur irgendein Scheiß... Ne? Hast du absolut recht, ich mag die Idee. Düse like die Idee. Ich bin immer so klug. Ich finde das doch auch super, dann würfel das doch. Ascan, meinst du? Ja, das wäre angebracht. Genau, Ascan war das jetzt, das war Magie, ne? Magie Intuition. Und Ascan. Intuition, oh geil. Schon immer. Ich vergesse das immer. Mhm. 3 Erfolge. Du warst Läuft. In Ascan schon immer, auch als du nur 5 Würfel hattest, warst du immer schon viel besser als in Wahrnehmung. Das ist richtig. Das ist total eigenartig. Du bist halt eine Magierin. Ja, geboren. Deutlich. Ja. Wie ist denn das mit deiner Tradition? Ach, klar, du kannst ja trotzdem normal die Gefühle erkennen. Es ist kein magischer Koinzident. Du erkennst aber einfach, dass da... Es ist auch offenbar... Du warst ja schon an Orten, wo einfach richtig krass Sachen passiert sind, wie zum Beispiel so Joffrino, wenn dann wieder jemand um dich jemanden zerlegt hat, also richtig zerlegt oder was weiß ich, wenn ja, Penner sich so gegenseitig essen oder sowas. Das war meistens rot, ne? Aber es war lustig und bunt. Ja, Entschuldigung. Kinders, wir können ja zusammen singen, aber nicht zusammen wow. reden. Düse. Super. Hey, pass auf. So ist also da kein spezielles Ereignis, was so unheimlich krass ist, was andere Magier auch beschreiben, dass es sie total behindert. Es ist eher so eine generelle krasse Stimmung der, ich muss hier sein, ich will aber nicht, denn hier passiert ab und zu mal was mich zwar nicht direkt hart
Dass es sie gefährdet, aber halt, dass dir da bisher noch nichts passiert ist. Verstehst du, was ich Moment, meine? Moment, Moment, war das nicht eines das ist der nicht Gebiete? magischen Ursprung. Human Nation hat doch immer so seine Dingsbums und da rasten die doch zwischendurch Fackelmärsche? immer mal. Ja, genau. Die haben sie, Rasten die aber. doch zwischendurch immer mal ein bisschen aus. Okay, Drugs waren ja auch nicht in der Nähe, das hätte man wahrscheinlich irgendwo mal gehört. Nicht aktiv. Was ist denn da sonst los? Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr, einen von den Leuten rauszuziehen und nachzufragen. Die sind nämlich ungewaschen. Das kommt auch geil. Einfach anhalten, nehmen jemanden mit ins Auto schleifen. Ey, du, was ist passiert? Boah, was für so ein Schiss. Jetzt guck nicht auf die Schrotflinte, ich rede mit dir, guck mir gefälligst in die Augen. Wir wissen aber schon, dass, also Spieler, du weißt schon, dass wir da verkleidet hingehen. Also da gehen wir nicht irgendwie. Das als... haben wir doch vorhin schon angesagt. Ich wollte nur nochmal sicher gehen, dass easy, das jetzt. Easy, easy. Ui. Nee, ist okay. Keiner sieht meine Gang-Tattoos. Es ist ja eh noch kalt. Schaut mal jemand in die Matrix, was ist denn hier passiert in letzter Zeit, weil die sind ja echt ein bisschen alle am Arsch. Also das muss ja an irgendwo an dieser Kreuzung gelegen haben. Soll ich eine Data-Search würfeln? Das wäre sehr lieb, wenn du gucken würdest. Nee, brauchst würdest. Du nicht, weil da ist nichts zu finden. Hm? Also es gab keine Rassenausschreitungen, es gab keine brutalen Megamorde, es gab keine... Warum haben die denn dann alle Torhämmer, so, also, die vom Himmel gefallen sind? Das ist ja schon irgendwo krasser, Brandspuren, als man weil das irgendwelche... sonst in Ganggebieten kennt, oder? Also auch krasser, als Jojo es aus anderen Ganggebieten kennt. Die Leute sehen aus wie zur Zeit der Gangkriegen in Gebieten, wo es gerade vor einigen Tagen richtig hoch herging, ja. Und hier waren es sind keine Brandspuren. Ja, ich hätte mir jetzt Brandspuren erhofft, quasi von irgendwelchen, wie heißt es, Hobos quasi, die einfach mal angezündet wurden mit Benzin beim Schlafen. Für Shotgun? Nein, auch nicht. Jojo telefoniert jetzt mal mit demjenigen, der am besten Bescheid weiß. Sascha? Nee. Papa? Na, wieso Sascha? Weil ich nicht genau wusste, wie du meinst. Na, jemanden, der über den ganzen Gang-Shit Papa? Am besten... Swan, ist das Papa, der da am besten Bescheid weiß? Ach so, okay, dann du fragst mich. Ja, natürlich frage ich dich. Bratievo. Das war nicht immer Swante, die ist eher... Du bist doch erst kürzlich da rumgezogen und hast irgendwelche Leute von Fleischer nochmal unter die Arme gegriffen. Naja, in Donskoy, aber nicht in Bratievo. Ach so. Was? Was? Hm? Na, ich kürzlich ist auch schon ein bisschen her. Ach so, ja, jetzt. Nee, ich wusste, was du meinst. Ja, okay, du rufst einfach Vlad an, weil ich das jetzt gerade sage. Ich rufe immer Vlad an bei sowas, das ist witzig. Genau. Weil du den beim magst. Ficken gestört. Ach nee, bitte gerade nicht, wenn ich die Info von ihm will. Schwester. Hi. Soll ich in einer halben Stunde nochmal anrufen? Nee. Du hast es mal geschafft, einfach den Punkt abzuwarten, das finde ich okay. Alles klar, cool. Ja. Sag mal, weißt du, ob in Bad Jevo vor kurzem mal irgendwie was abgegangen ist, hier an einer Bla-Kreuzung? Ja, wo soll denn das sein? Sie schickt ihm einen Stadtplan. Ja, was weiß ich, was da ist? Hätte ja sein können, dass du irgendwas weißt. Die Leute rennen hier rum, als würde denen, keine Ahnung, eine Faust im Arsch stecken oder so. Hast du schon wieder irgendwelchen Leuten eine Faust in den Arsch gesteckt? Ich hab das erklärt das nämlich Faust... meistens. Ich habe niemandem eine Faust in den Arsch gesteckt, aber sie sehen so aus, als hätte ich es getan. Aha. Und nee, das wäre ganz sinnvoll zu wissen. Und irgendwie ist hier nichts zu finden. Und ich dachte, ich frage erstmal dich, bevor ich mir jetzt einen rausziehe und den selber fragen muss, weil die da reagieren musste, immer so nervig darauf. Da waren so ein paar Kiddies, haben da so eine Art Turf-Gang formiert vor ein bisschen. Aber ich weiß gar nicht, die waren echt irgendwann, glaube ich, wieder weg. Na, die waren sogar noch okay. Mit einem musste ich mich sogar mal kurz unterhalten, einfach nur um zu gucken, was da so ist. Und die waren okay, die haben gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen hier nur einfach nicht, dass irgendwelche Wichser kommen und uns halt ausrauben. Das war's. Da haben halt ein bisschen Schutzgeld genommen. Aber müsstest du mit denen quatschen, das ist... Boiled Bastards oder sowas, aber die haben sich auch jeden Tag umbenannt. Was weiß ich, mit denen kannst du reden. Wo findet man die denn? Keine Ahnung, das sind Typen... Die haben einfach eine Lederjacke an und die ist rot. Das kannst du einfach nicht übersehen. Und die dürften da irgendwo in der Nähe rumstromern. Ich glaube, zwei Straßen bei der Runde oder so. Newty.
Du hast schon mal mit denen geredet, ja? Ja, mit dem einen. Ah, alles klar. Dann machst du schon. Du wirst ja, auch mal groß und stark werden. Darum ging's doch nicht, ich wollte nur wissen. Warte, hier, ich bin der liebste und beste Mensch. Kriegst ein Bild. Du kriegst ein Bild. Ich krieg kein Bild, der ist aber nicht. Der ist 14. Was bei dem Ork aber okay ist. Ja, okay. Trotzdem. Juti, dann guck ich mal, was ich hier noch so finde. Machst du das? Dann viel Spaß noch. Ey, was ist denn das? Nicht duschen. Verpissen kannst du dich. Ja, mach's gut. Ciao. Piep, piep. So, okay. Also, hier muss es irgendwie so eine kleine Turfgang geben, die so, was weiß ich, so ein paar Kids halt, die irgendwie jetzt einen Macker raushängen lassen. Mit denen kann man aber reden, es wäre vielleicht sogar ganz gut. Wenn wir die jetzt nicht direkt da, Dings, das sind nämlich mehr als wir und manchmal ist das ganz sinnvoll, wenn man die vielleicht sogar mit ins Boot holt. Mal gucken. Die müssen irgendwie rote Jacken anhaben oder sowas. Wenn es die hier überhaupt noch gibt. Vielleicht haben die auch so einen Stress gemacht. Muss wohl schon ein Weilchen her sein. Okay. Dann fahren wir doch mal. In welche Richtung müssen wir fahren? Südlich, zwei Straßen da, ne? Ja, okay. Gut, dann ihr seht keinen mit roter Jacke. Sondern grüne Jacken. Nee, da ist einfach, also nix, was da irgendwie auf die Beschreibung, auch nicht Typen, die halt so cool an die Wand gelehnt dastehen oder irgendwie überbewaffnet, also ich meine, viele haben schon eine Pistole oder so, dastehen oder so, sondern... Ist die Matrix-Verbindung hier besonders gut oder besonders schlecht? Unteres Niveau. Gibt's hier AR-Tags von irgendwelchen Gangs? Nee, keine mehr. Gab aber welche. Die kleben dann noch, aber die sind deaktiviert. Und sind Boiled Bastards, Alter. Wie lange ist das schon deaktiviert? 3 Wochen. Oh, vielleicht gab es hier vor 3 Wochen mal, vielleicht hat hier vor 3 Wochen mal irgendwer aufgeräumt, das kann ja sein. Vielleicht sind die deshalb so drauf, wenn die so gucken, also die wirken so ein bisschen so wie teilweise irgendwie nach der ganzen Fleischerei irgendwie, deswegen. Sollen wir mal er muss Mütterchen krallen und mal fragen, was da abgelaufen ist? Willst du? Wir können sie einfach ganz lieb fragen, das ist ja nicht... Ja, ich glaube, du bist besser darum, mit alten Leuten nett zu reden als ich. Lass mich mal ganz kurz gurgeln, bevor wir das machen. Snuffles! Genau. Mr. Snuffles. So. Gott. Ja, ich schau dann mal, ob ich jemanden finde auf der Straße, der irgendwie nach altes Mutterchen aussieht. Hast du gefunden? So eine alte Trollin, die schleppt sich da mit dem, was sie für einen Krückstock hält, das ist ja so eine Art Parkuhr, so ein Äquivalent, versucht sie sich über die Straße zu schleppen. Okay. Das gelingt ja auch, denn die Autos halten an. Die sind ja nicht dumm. Ja, ich steige übrigens aus und gehe ein paar Meter, das so, dass man nicht unbedingt sofort sieht, dass das mein Auto ist, dass sie nicht mit dieser Parkuhr auf mein Auto schlägt. Ich verstehe. Ich mag mein Auto, das ist neu, das ist toll, es glänzt. Und wie, du glaubst mir das? Du machst das, das ist schon okay. Gut. Guten Tag. Ich hätte da mal so ein paar Fragen, wenn es sie nicht stört. Soll ihr Schaden nicht sein? Wie jetzt? Ich habe hier festgestellt, die Leute wirken ein wenig eingeschüchtert. Was ist denn hier passiert? Kann man mir das sagen? Nee. Hier ist nix. Sie geht weiter. Nun... Etwas schneller. Ich möchte hier gerne eine reinhauen. Was? Das sagt Jojo zu Kaban übers Comlink. Das war keine In-Time-Ansage. Das wäre aber witzig gewesen. Ja, ich weiß, aber nein. Ich schließe wieder auf, hole einen kleinen Credstick raus. Nein. Kaban, beeil dich, sonst werde ich nicht nett. Ich schließe wieder, also ich weiß noch schneller auf. Ich schnell hier so ein bisschen den Weg ab. Ich kann auch anders. Ich kann freundlich, das war jetzt. Ich kann auch unfreundlich. Und dann mache ich so einen kleinen Wink auf meine Pistole, die ich trage. Also,
Wollen wir freundlich bleiben? Ich gebe noch, zeige nochmal den Kratzstick. Sie mustert dich kurz, deine sehr männliche und natürlich sehr geile Statur und scheint ihre Chancen abzuwiegen. Versuche es erst gar nicht. Also, wollen wir doch Freunde bleiben und bleiben wir doch glücklich, ne? Was ist hier passiert? Nee, fick dich. Sie versucht, sich wegzuschleppen. Ich tritt den Krückstück, also das Metallding da weg. So ein Troll, der auf die der Länge da hinschlägt, ne? Das ist ja nicht schön und laut. So sagst du ein paar Passanten, die das mehr oder weniger wohlwollend beachten und sich langsam in ihre Häuser verziehen. Keinen, der jetzt irgendwie so tut, als würde er so Turfgang-mäßig was machen. Sie versucht sich dann langsam aufzurappeln. Gut. Also, ich habe da eine Frage gestellt. Sie dreht sich um. Fick dich! Ich tritt ihr, also sie ist ja noch am Aufrappeln, ne? Ja. Dann tritt ich ihr quasi in das Kreuz, das hier wieder auf dem Boden liegt. Dem Mütterchen, ja? Ja. Ja, also die knackt halt und volle Kanne auf dem Boden. Also ich wollte ja nicht unbedingt gerade was brechen, aber okay. Nein, es knackt einfach wie alte Leute Knochen. Gut. Ich fragte etwas. Ich hätte darauf gerne jetzt eine Antwort. Und noch bin ich freundlich. Würfel mal einschüchtern. Er kriegt aber einen Bonus, oder? Nee. Okay. Oha, einschüchtern, einschüchtern, einschüchtern. Habe ich das überhaupt? Ich hab's. Das ist ja so gut, wenn er es nicht hat. Kommt sie raus, jetzt pass mal auf. Ich hab das wirklich nicht. Ja, was? Muss ich das jetzt ernsthaft machen? Erstmal darf er Charisma minus 2 würfeln. Minus 1. Minus 1, Entschuldigung. Unter welche Gruppe müsste das denn gehen, normalerweise? Das ist keine Gruppe, einschüchtern ist einzeln. Oh Gott, dann habe ich das wirklich nicht. Hey, ich bin ein sehr netter Mensch. Muttis Ort. Liebling. Ja. Tritt der Oma ins Kreuz. Ja. Patzer, 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 Patzer. Komm schon. Gib mir den Patzer. Ach, der macht jetzt mit das zwei Würfeln. Das ist nicht sonderlich schwer, normalerweise bei zwei Würfeln Patzer zu würfeln. Nee, in SR5 ist es wieder schwer. Siehst du, er hat einen Erfolg. Läuft. Solide. Ja, das würde aber nicht reichen. Ja, ich meine, sie kommt jetzt nicht weg, aber sie wird jetzt auch nichts sagen in dem Moment. Okay. Ja, du willst das nicht wirklich, oder? Ich knie mich quasi mit dem Rücken auf ihr Genick. Du kniest dich mit dem Rücken auf ihr Genick? Das kannst du bitte... Nein, also Moment. Akrobatik falsch. So hoch. Abbruch, Abbruch. Fanart. Abbruch. Das... Schneid mal raus! Abbruch. Also, ich knie mich auf ihren Rücken mit dem Knie im Genick. So wollte ich das machen, Mann. Ja, das klingt eher unangenehm. Man hört auch, wie sie ihr so kieferknirschend auf dem Asphalt sich embettet. So, und dann ziehe ich mein Messer aus meinem Schuh, halte es an die Kehle. Wollen wir das wirklich weiterführen? So unfreundlich. Ich hatte eine Frage gestellt. Würdest du es mir bitte beantworten? Die Klamotten sauber zu machen ist immer echt eklig. Alter! In Französischen würde man sagen, à ton visage. Also der liebe Spielgeleitete hat gerade 5 Würfel gewürfelt, vermutlich für die Olle, und hat mit 5 Würfeln 5 Erfolge gewürfelt. Richtig, ist, und 4 davon sind 6er. Das ist die kritischer. Coolste Omi, die ich je gesehen habe. Wahrscheinlich ist das eine übelste Magierin und ich werde jetzt einfach gleich gebrutzelt. Gibst du ihr die Gelegenheit, ihren Kopf ein bisschen zu dir hinzudrehen? Das wäre so geil. Nein. Ich spuck dir wahrscheinlich ins Gesicht. Okay, also hältst du ihn fest. Okay. Mein Knie dann ist da drauf. Dann passiert, nee, ich wollte ja nur wissen. Dann passiert das nichts. Magierin, Alter, wo kommt man da hin? Ernsthaft? Die lässt sich von mir... Also, stehe ich denn da?
Tja, jetzt, was machst du denn jetzt, Freundchen? Das war der geilste Sport des Abends. Wie stehe ich denn da? Das war eklig. Das ist jetzt so umgucken, was die Leute gucken. Na, was macht er jetzt? Das ist der Episodenname. Wie stehe ich denn jetzt da? Ja, bitte. Nein, ich finde, der Episodenname ist, was sollen denn die Leute denken? Ja, also das ist ein Scheiß jetzt. Das kann doch nicht sein, Mann. Die können doch jetzt nicht so... Also, nee, das geht doch nicht. Das schreibe ich mir gleich auf. Oh, geil. Was sollen denn die Leute Ich bin ja jetzt völlig nicht darauf vorbereitet. Tja, Dilly. Gibt's hier Mütter mit Kindern? Weißt du, nach der Aktion, spätestens als er seinen Rücken in ihrem Genick oder sowas in Richtung hat. Nein! Die haben in dem unmittelbaren Umkreis... Ey, Jojo steht ja nicht daneben. Ja, wenn du ein bisschen weiter guckst, gibt's da Mütter mit Kindern. Bedenke, dass Mütter mit Kindern den Bonus haben, dass Männer dann eher sich dazu genötigt fühlen, obwohl du hast eine Schrotflinte vergessen hast. Es gibt Mütter mit Kindern. Darum geht's gar nicht. Achso. Gibt's. Mhm. Ja, Jojo wendet sich jetzt auch erstmal ab von dem Geschehen. Sie geht jetzt ein bisschen weiter. Sie geht auch irgendwie noch, wenn's zur Not geht, sie auch ein, zwei Straßen weiter. Okay, Billy verzieht sich an den Happy Place. Also... Ich will erstmal wissen, was der Karan jetzt macht. Ja, den kann man jetzt getrost alleine lassen. Das ist, der reißt da jetzt eh nichts mehr. Ja, aber ich will wissen, was er macht. Ja, das gefällt mir. Ich drück das Messer ein bisschen her. Stichen jetzt du da. Brauchst nicht, du ja, Entschuldigung, das war jetzt gerade ein bisschen so. Ich verplex. Du machst das Messer ein bisschen härter an ihren Hals. Ja, und willst du wirklich dein Leben riskieren? Das muss jetzt nicht wirklich sein, oder? Durchs Kommling kommt gerade von Jojo, versprich nichts, was du nicht halten kannst. Ja, ich kann dir leider halt keine Veränderung beschreiben, weil... Ich weiß. Also doch, sie zittert ein bisschen. Das schon doch. Na komm. Tu uns beiden einen Gefallen. Antworte mir. Das ist der Tata, ist einfach auf Entzug, deshalb zittert die. Wahrscheinlich. Sie betet leise. Er wird dich nicht hören und er wird dir nicht helfen. Denn du bist genau bei der falschen Adresse gelandet, hm? Die quatscht halt irgendwas vom Leben nach dem Tod, weißt du? Ey, ganz ehrlich, ich habe so viele Charaktere, die jetzt einfach aufstehen würden, das Messer an ihrer Kehle entlang ziehen würden und weitergehen würden, aber nein, ich spiele gerade Kaban. Ich finde das gut, das ist doch meine Aufgabe. Ja. Richtig. Jojo kommt dann, wenn sie... Wie, hast du die jetzt am Leben gelassen? Was sollen denn die Leute denken? Ja, eben. Du hast einen Ruf zu verlieren, Mensch. Also. Ich nehme das Messer weg und schlag ihr ins Gesicht. Auf den Hinterkopf oder ins Gesicht? Also, du kannst ja seitlich ins Gesicht. Quasi, ich nehme sie an den Haaren hoch und schlag mit ihrem Gesicht den Boden kaputt. Ja, das ist aber doof, dann kann ich nicht mehr reden. Sie wird so wimmern und würmeln, aber so, sie wird sich das sogar gefallen lassen. Antworte mir. Du hörst Zähne auf den Boden klappern. Das Gebiss fällt raus. Und sie ringt ziemlich nach Atem, weil Nase und Mund voller Blut sind und so, weißt du? Ach Gott, jetzt muss ich mir wirklich deinen Kommling schnappen. Gucken, ob du Familie und Verwandte hast und die besuchen? Ernsthaft? Ich greife nach ihrem Comlink. Ja. Und versuch das mal zu öffnen, quasi. Würfel mal jetzt. Ich weiß nicht, was der Fehler war. Ich glaube, das Leerzeichen vor der Klammer auf. Ja, genau. Ja. Immerhin ein Erfolg. Nee, ein Erfolg reicht mir nicht. Ja, sie hat eine Schwester. Boah, sie hat eine Schwester. Das ist die Tante für Dys und Flumi hier, weiß schon, Makarov. Ich stehe auf dem Schlauch. Nee, das ergibt ja leider überhaupt keinen Sinn. Nee. Fuck! Hätte das besser verkapsulieren sollen. Nee, die Schwester hat auch, der Nachname ist zufällig auch Makarov und die Schwester, die ist ja auch so eine Trolle, das ist ja auch so ein Zufall. Die ist im Grubenkampfgewerbe in Dortskoll. Oh Gott. Die Lache, die macht mir Angst.
Nee. Was zum Geier? Nix. Was denn? Nix. Was? Ich bin auch verwirrt. Lach nur. Darf ich noch lachen? Entschuldige bitte. Nein, du darfst nicht. Aber ich hab Angst. Das ist ja eine sehr ernste Situation. Dass du zu stolz bist, um einfach mal zu sagen, okay, fail, Mann, geht weiter. Na, ich meine, die Leute gucken. Das hat er von Anfang an alles so geplant. Ach so, Entschuldigung, das habe ich natürlich mit meinem... Das gehört alles zum Plan. Weil ich gebe nämlich jetzt Jojo Zeit, sich quasi an alte Rand zu pirschen und sie zu fragen, so, ey, passiert das häufiger oder so? Die ist doch schon weg, Jojo ist schon längst weg, die hat sich schon längst deinem Schicksal überlassen. Wahrscheinlich. Da habe ich doch vorhin schon gesagt, dass die weitergegangen ist. White Russian, playing as a team. Ja. Ja, was denn? Ich meine, ich muss doch da jetzt dem armen Kleinen nicht helfen, die alte Frau dazu zerrunzen. Das wird nee, das ja wohl noch alleine gut, schaffen. Aber und Trolli. Trolli für dich, der ist nur Jojo in Team. Was? Was? So, was? Also, Kaban, was machst du denn jetzt? Jojo ist doch kein Singleplayer. Aber sie läuft gerade im Singleplayer-Mode, Lobby. Ja. Ja. Also, ich lese mal ihren Namen vor von dieser Schwester. So. Die Adresse habe ich auch. Nun, vielleicht wird die ja mit mir reden. Hm? Entweder besuche ich sie heute Abend oder. Ich glaube, dann schlitze ich ihr einfach den Bauch auf. Hm, das könnte ich machen. Wie reagiert sie da drauf? Ist sie immer noch eisern? Scheiß Fünferfolge? Ja, sie kackt sich gerade ziemlich ein und pisst sich ein, weil, naja, du hast ja halt das Gesicht zerrungst. Aber die versucht anscheinend mit aller Kraft, außer so einem halben Gebet, nichts aus ihrem Mund kommen zu lassen. Das ganze Leben könnte für dich so einfach sein, wenn du einfach mal die Klappe aufreißt und mir das sagst, was ich wissen will. Ey, ihr macht mir voll praktisch, ich muss keine Pausen rausschneiden. Ja, ne? Ist voll gut. Entschuldigung. Ja, ich würde sie noch ein paar Minuten versuchen, sie zu bearbeiten, ohne dass ich ihr unbedingt noch viel mehr Schaden zufügen muss. Weil eigentlich will ich sie ja gar nicht töten. Hätte sie einfach Alte. Eine zimmern können, blöde alte Ziege aufstehen können und weggehen können. Deiner Ehre ist damit Genüge getan. Ich meine, du hast dir das Gesicht zertrümmert. Ja. Und die kann den Arzt nicht bezahlen. Und alte Knochen halten, heilen komm, langsam. Link ist halt auch schon 12 Jahre alt, ne? Ja, ich würde sie quasi noch ein bisschen psychisch zureden. Und wenn das alles echt nicht fruchtet, dann... Gibst du ihr einen Credstick, damit sie den Arzt bezahlen kann? Nein. Gebe ich ihr noch einen Tritt, der nach böse, der böse aussieht, aber gar nicht so böse ist. Und dann, ja, gehe ich halt weiter. Jutti, wo du hinkommst, ist Leere. Ach. Haben die Leute etwa Angst vor mir? Die wollen einfach, nee, die finden jemand, der sich so darum kümmert, was andere denken, mit dem wollen die gar nichts zu tun haben, weißt du? Die gut. Wollen nur mit selbstbewussten jungen Menschen zu tun haben. Danke, fick dich. Komm, am Ende von, ich konnte jetzt nicht mehr zurück. Am Ende von GTA 5 bekommt man zum Schluss von seinem Therapeuten ein Zeugnis ausgestellt, wie viele Leute man umgebracht hat und so weiter. Das sollten wir bei den White Russians auch einführen. Nee, das können wir nicht mehr zählen. Düs 1 oder 2? Und Hund. Und, Flummi... Junge, und der liegt glaube auch schon ein paar. Aber das ist mir zu anstrengend. So, also Kaban findet leere verlassene Straßen vor, oder zumindest Leute, die schnell versuchen, dass es eine leere verlassene Straße wird. Haben die anderen beiden noch irgendwas zu tun? Jojo war ja unterwegs, die ja, suchte sich unterwegs. Ja gerade eine Mutter mit einem Kind ein paar Straßen weiter. Wie die sagt es schon, sie ist an ihrem Happy Place. Jojo sieht eigentlich gerade auch nett aus, die lächelt sogar. Ja, die kommt gerade aus dem Staffer-Scheck. Das okay. Kind schießt die Kleine weg und dann fragt die Mutter. Nee. Mutti und Kind haben beide schon so leicht, also... Einen der Tee? Gute... Nee, der gute... Doch, das auch. Mit der aber Mutter, der gute Mensch. Alte Joffrino-Husten, den haben sie auch. Oh, geil. Juli fühlt sich direkt zu Hause. Hm.
Wirkt die eher wie eine harte Joffrino-Mutti oder wirkt die eher wie eine Mutti, die sich sogar wirklich Sorgen um ihr Kind macht und so noch so was ähnliches wie Mitgefühl zeigt? Ja, zumindest versucht sie ihr Kind von dir wegzuziehen. Das ist ja schon mal gut. Wieso versucht sie ihr Kind von mir wegzuziehen? Sehe ich gerade Du hörst da so. nicht hin. Gehöre Das ich ist da doch schon nicht mal hin? Grund genug. Ja, du gehörst nicht in die Gegend. Von daher ist es doch schon mal gut, oder? Also. Okay. Ah, hi. Entschuldigung. Was? Ich sagte, hi. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach meiner Schwester. Also ich weiß sogar, wo ich meine Schwester finde, aber sie ist nicht zu Hause. Und ich habe schon längere Zeit nichts mehr von ihr gehört. Wer ist sie Ist denn? Katinka. Wo wohnt sie? Jojo sagt gerade irgendwie wie die Adresse, die Straße in der Nähe dieser Kreuzung und da eine Hausnummer. Ja, so die Augen, die weiten sich schon ganz kurz. Da kenne ich keinen, da muss er, tut mir leid. Ja, Ich würde nee, jetzt auch darum. tschüss. Hallo? Nee, da kann ich dir, da kenne ich einfach, tut mir leid, da musst du mal woanders probieren. Geh da mal. Ah, oh, ist irgendwas gewesen? Nein. Das ist Jojo geht jetzt hinterher und schneidet in den Weg ab. Hallo? Sie nimmt ihr Kind immer so ein Stück jetzt auf die andere Seite von dir. Hören Sie, ich mache mir wirklich Sorgen. Wäre es nicht irgendwie, gibt es nicht eine Möglichkeit, wenigstens mal kurz irgendwie zu sagen, was passiert ist, damit ich weiß, vielleicht, ob ich irgendwo nachfragen kann oder irgendwas anderes? Also irgendwas muss hier ja gewesen sein. Also allein so, wie Gleich Sie fließt gerade du dir lieber, reagiert mach mal haben. bitte überreden. Was? Mach mal bitte überreden. Okay. Ich tue mein Bestes. Was war jetzt was? Ich habe noch gar nicht Ach gewürfelt. so, okay, dann habe ich einen Erfolg. Null. Ich habe keinen Erfolg. Das kann nicht wahr sein. Ernsthaft? Vor dir rumschnüffelst, verpiss dich! Ich hacke nix! Sie geht. Wie viele Leute sind hier gerade? Ein paar halt. Willst du zählen? Nee, ich will nur wissen, wie sehr Jojo jetzt auffällt, wenn sie die Schrot hier rausholt. John? Die Nervig. Sache ist, es ist offenbar nicht so der Zusammenhalt, dass man sagt, oh, Mutti Helga, die wird aber jetzt beschützt. Dann Schrotflinte? Nee, ich, so eine Wand, die hält doch Schrot auf, ne? Da gehe ich mal dahinter. Tschüss. Ja, Fällt aber wenn ich schon auf. jetzt. Ja, du hast recht. Vielleicht kann ich es auch etchen. Das kannst du tun, ja. Ja, ich will das jetzt etchen, ist mir jetzt egal. Ich würfel meine Edge-Würfel nach. Das würde ich dir nicht raten. Die anderen sind Du mehr. meinst, der eine Würfel mehr? Ja. Ist besser. Wir hatten erst einen Patzer heute. Ohne Regel der 6. Ja, die Regel der 6 bringt ja nichts bei einem Erfolg, der vermutlich kein, also der nur zur Hälfte der 6 sein kann. Ist egal, mach irgendwas. Es reicht ja schon, wenn du zwei Erfolge hast. Ja, aber ein Erfolg. Okay. Okay, sie, ich sag dir, was sie machen würde. Du siehst sehr klein und erbärmlich aus. Das heißt, sie würde ihr Kind jetzt so ein bisschen wegschuppen. Weil denn bei, das ist ein Mädchen und bei Frauen, da muss sie nicht zuschlagen, reich in die Ecke schuppen und würde dich, Bitte. quasi an der Schulter an die nächste Wand drücken. Ein bisschen doller, aber jetzt nicht, ne? Aggressiv an die nächste Wand drücken So, wie oder. als hätte sie dir was zu sagen. Alles klar. Pass auf! Stimmen wir nicht so rum, das kommt uns alle noch teuer zu stehen. Jetzt verpiss dich! Hast gehört? Okay. Gut, wenn die schon so, dann blöde Ziege, das geht doch nicht. Dann schießt ihr den Kopf weg. Oder Nö, knickt euch zum Armbrot. ich schieß ja nicht den Kopf weg, Nur dem aber Kind. Das ist ja quasi auf Laufhöhe, weißt quasi.
Nein, Schroti jetzt rauszuziehen ist dumm, aber der Schlagstock ist in der Tasche. Das geht. Kannst du die Pistole rausziehen, das fällt auch nicht ganz so auf. Achso, ja gut, stimmt, du hast recht, dann Pistole, ja. Das ist halt weniger krass als eine Schrotflinte. Ja, ja, nö, nee, Knarre, du hast recht. Was soll denn die Scheiße jetzt, Mann? Maul auf. Was ist hier passiert? Wenn du nee, Scheiße nein. zu mir... Lass mal... Fix dich damit nur selber, Mann, Kind. Ja, oder dich und deine Kleine. Also erzähl mir jetzt einfach, was passiert ist. Und wieder ein langer Cut-Moment. Maul auf! Jojo, also sie versuchte, die Waffe aus der Hand zu schlagen. Mach mal bitte. Reaktion und Intuition. Willst du mich verarschen? Nö. 4 Erfolge. Ich glaube nicht, dass sie das hätte würfeln müssen. Aber gut. Nee, sie versuchte, die Waffe aus der Hand zu schlagen. Denn die war ja noch sehr nah zusammen. Allerdings scheint sie das mit... Also, nee, ist einfach nicht. Sie würde aber so, also sie würde versuchen, die wegzuschlagen, die aus der Hand, aber dann so eher wegrennen mit dem Kind. Das heißt, sie wäre jetzt in einer Bewegung von dir weg. Toll, und ich kann hier nicht schießen, das ist doch kacke. Wieso kannst du nicht schießen? Du bist in einem schlechten C-Gebiet. Daddy hat gerade auf offener Straße jemand ein Messer an den Hals gehalten. Und Kiefer umgeschlagen. Die Kaster. Das auch. Und sie hat trotzdem nichts gesagt, blöde Hure. Mann. Gut, ist mir jetzt eigentlich auch egal. Die sollen sich nicht immer alle so haben, die Scheißwichser. Hässchen Schweine. Ja. Hässchen Schweine. Knallst du sie ab, ja? Nee, ich will sie nicht abknallen. Ich möchte sie bitte so, dass es wehtut, sie aber nicht umbringt. Ins Knie. Irgendwie sowas, ja. Ach komm, so gönn dir. Bäm, und das Knie platzt. Das Kind schreit und rennt weg. Das ist ja egal. Ja, dachte ich mir. Nee, die schreit auch. Das ist schmerzhaft. Ich weiß. Hm. Jojo zieht sie jetzt von der Straße runter, irgendwo in der Ecke. Machst du nicht. Warum nicht? Du hast Stärke 2. Die ist viel zu schwer für dich. Die ist eine und die wird sich halt, die wird sich wehren. Jo, dann bleibt Jojo jetzt da stehen. Und mein so. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du machst jetzt dein verficktes Maul auf und hörst auf, so rumzuplärren. Das nervt. Oder? Ich mach dir entweder das zweite Knie kaputt oder wenn du mir zu sehr auf den Keks gehst, suche ich dein Mädchen. Die haben es echt nett versucht, ne? Ich war ja nicht am Einsatz. Ich habe aber Geld geboten, aber nein. Was? Wenn Düs erst kommt, Alter, dann rastet es komplett aus dem Stadtgebiet. Da brennt alles. Black Hammer. See. Kennt ihr Uro Sokotoshi? Nee. Muschi Muschi. So, du hast dir die Kniescheibe weggeschossen und drohst mit ihrem Kind, was ja auch nicht ganz so 100%ig cool ist. Nee, natürlich ist das nicht cool. Auch sie scheint wirklich hart im Widerstand, aber ihr passt halt die Kinder nun mal besser. Ja. Deswegen wollte ich eine Mutter mit Kind, damit ich das jetzt ausweg habe. Du bist ein fieses Miststück. Ich weiß. Das war von Anfang an klar, aber ich dachte mir so, natürlich. Jojos komische Kind-Tante hat noch nie einen Kinderkopf gebracht, ne? Stimmt. Ah, nee, hat sie nicht. Wow. Nee. Sie sagt nichts. Nein. Fehlt noch auf meiner Liste. Ich glaube, wir haben den Tiefpunkt erreicht. Mach mal denn? Nö, Snuff schießen ist erst easy. Wir haben noch kein BTL-Snuff mit Kindern gemacht. Aktive Sterbehilfe, aktive Abtreibung. Postnatal. Postnatale Abtreibung, genau. Ja. So, pass auf. Es ist so, dass... Ihr Kopf explodiert. Nee, sie hustet jetzt halt noch stärker. Das möchte ich jetzt aber einfach mir nicht antun. Und dazwischen quält sie ab und zu mal sowas raus wie... Alex. Und... Das war nur die Scheiße. Der gute alte Ludwig van.
Und sowas. Und Ultraviolence und sowas in der Richtung. Jojo guckt sie gerade an. Das waren die verfickten Scheiß-Jukes und du machst deswegen hier so einen Aufstand. Wenn du mir das direkt gesagt hättest, wäre dir einiges erspart geblieben. Sie sieht dich an, als wäre ihr Leben nicht nur vorbei, sondern würde damit enden, dass jemand, der noch viel schlimmer ist als du, sich 24 Stunden mit ihr beschäftigt. Viel schlimmer als du. Hm. Jo dreht sich um und meint, dann solltest du mal aufstehen und dein Kind suchen. Ich habe das Buch gelesen, die Kleine... ist halt die Hölle, ne? Sie meinte, Jojo meint dann noch, Entschuldigung, das muss jetzt leider sein, ich habe das Buch gelesen, das Mädel in dem Buch war, glaube ich, auch erst 10 oder 11. Ich habe das Buch übrigens auch gelesen und du hast mir damals misserzählt, das Mädel war 16 immerhin. Echt? War die 16? Ja, ja. Wieso habe ich denn dann 10 oder 11 im Kopf? Weil du ein krankes Miststück bist. Mhm. Jojo behauptet es einfach. Ja, das gute alte Rein-Raus-Spiel, jetzt auch ab 10. Yeah. Von Mattel. Flummigor. So. Ja, du lässt sie liegen, weil du das widerlichste Stück Scheiße der Welt bist und easy. Kommt Jojo an dem Kind vorbei? Er schießt. Es wird, weißt du, es wird einfach nicht, wenn es dich kommen sähe, würde es schon wegrennen. Tatsächlich. So. Jojo meint nur durch die Comlink-Verbindung, es waren nur die Drooks. Ernsthaft? Und deswegen stellen die sich so an? Moment, Outgame, früher, wenn die Drooks irgendwo was gemacht haben, dann waren die Leute natürlich, boah, kacke, das darf nicht nochmal passieren, aber die haben darüber auch bereitwillig geredet, weil es auch eine krasse Erfahrung war und die das nicht wiederhaben wollten, das ist anders. Das ist neu. Stimmt. Und wenn die Drooks irgendwo zuschlagen, ist das medienpräsent. Denn damit kann man die Polizei hervorragend ficken, wie kacke die ist. Die wollen das ja sogar eigentlich Medienpräsenz. Mhm. Ah, Moment, vielleicht ist das was anderes. Vielleicht ist das entweder formieren die sich, das kann auch sein. Gut, Memo, die eigenen Jungs irgendwann mal darüber in Kenntnis setzen. Nicht, dass die dann tatsächlich irgendwann mal anfangen, wirklich Scheiße zu bauen. Das wäre ärgerlich. Das und vieles mehr hört ihr dann in Episode 9. Richtig. Naja. Was ist denn jetzt mit dem blöden Überfall? Den machen wir noch. Nee, ich hab jetzt nichts, dass wir fertig machen. Ich hab nur... Leute. Egal. Ja. Wir fassen mal ganz kurz die Fakten zusammen. Die Drooks waren hier. Die Leute wollen immer noch nicht darüber reden. Es ist also eher so, möchtest du... Du meinst, wir sollten also lieber ein bisschen warten? Vielleicht solltet ihr erstmal warten und noch ein paar Fakten sammeln und euch dafür ein bisschen Zeit nehmen. Ja, du hast recht. Ich dachte, es wäre einfacher zu verstehen, aber na juti. Ja, man muss ja erstmal rausfinden, was hier passiert ist. Gerade auch deswegen, weil es gibt da so Gerüchte, das hat Billy rausgefunden, dass das Acid Kampfdrogen an die Drooks verkauft. Und das ist halt gerade an der Strecke von dem Auto. Ich dachte, das wäre offensichtlich, war nicht so offensichtlich, okay. Vielleicht für uns einfach nicht. Nee, kommt Entschuldigung, ja aber es kursieren kommt eine ja Menge... Vor. Dämliche Gerüchte und hey, die waren alle glaubwürdig. Die waren alle super außer glaubwürdig. Tiger. Außer Tiger. Und dass das Acid Kampfdrogen an die Drooks verkauft, war ungefähr genauso glaubwürdig wie dass das Acid Nein. Solange da Romanov nicht runtergeschrieben hat unter einen der Rumors, ist es glaub eh nicht glaubwürdig. Glaube ich da gar nichts. Genau. Richtig. Diese Danke. Ja. Eben das hat gefehlt, Spielleiter. Es tut mir sehr leid. Ich dachte die ganze Zeit, boah, die wissen das doch, die verarschen mich doch hier. Die wollen bloß Trollinnen und kleine Kinder und Muttis quälen. Okay, ja, das, ja so. Das auch. Ja, das finde ich in Ordnung. Ja, aber Entschuldigung, das war schon easy. Sehr ey, absurd. Hey, pass auf. Na, irgendwoher müssen die aber ihre Kampfkraft kriegen. Ist egal. Ja, pass auf, ihr trefft die euch wieder, aber ne? Auch vor dem Acid. Ihr trefft euch wieder. Yep. Am Auto. Yep. Hey. Auf dem Auto sitzt eine eher durchscheinende, bösartige Gestalt einer jungen Frau. Du schießt durch sie hindurch. Hä? Und sie lässt den Kopf einer Frau fallen. Ach, sie ist abgekratzt? Ich schieß durch niemanden durch. Du doch nicht. Naja, wenn aber das ein Geist ist, schieß ich nicht auf sie. Aber ich meine, wenn niemand auf mein Auto sitzt, dann will ich den erschießen gerade. Das ist meine Freundin. Ja, ich erkenne die dann ja. Das, dann schieße ich dir ja nicht auf die. Ich finde es immer gut, wenn Spieler sofort sagen, ich schieß drauf. Das ist immer perfekt.
Das habe ich schon so oft genossen, als sie das getan haben. Ich schieß drauf, du hast deine Windschutzscheibe kaputt gemacht. Saß auf dem Auto. Ach so, ja, Jojo guckt sie an, ist im ersten Moment etwas verwundert. Hast du schon wieder jemanden umgebracht? Offensichtlich. Billy ist übrigens im Staffer-Scheck. Ja, Billy ist die einzig Vernünftige. Auch die wird hier keiner mehr anpacken, wenn die mit uns unterwegs Billy, war. Ne? Ja? Da gibt's lecker Fanta. Ja, ich wollte erstmal Burger für Jojo holen und das für Kaba natürlich. Ich weiß, das ist A. Das habe ich natürlich jetzt mit die beste Ausgangsposition. B. Flaniert Billy da nicht irgendwie auffällig jetzt durch die Gegend, sondern guckt mal nach irgendwelchen nerdigen Typis, die nach Solo-Einkauf aussehen. Also eine kleine Margarine sich kaufen zum Beispiel. So Geschichten. Fischbüchse. Wie bitte? Fischbüchse. Achso, den Thunfisch, ja. Hm. Zum Bleistift, ja. Sowas versucht sie auszuprobieren. En masse, super. Hm. Alles Singles. Sieht jedenfalls so aus. Ich versuche mal durch meine Menschenkenntnis, meine empathischen Fähigkeiten, versuche ich mal, eine vertrauenswürdige Seele auszufiltern. Also jemanden, der so, beim Reden mit anderen dir auf die Schuhe schaut, nicht ihm selbst. Also ein extrovertierter Physiker. Naja. Also in dem Gebiet, Düse, wird das eine harte Ansage. Naja, irgendwas in die Richtung. Du musst mir jetzt nicht mein Idealfall besorgen. Halt irgendwas, mit was du mir zugestehst, zu interagieren. warte. Hast ja eine ganze Weile Zeit, die beiden brauchen ja, deswegen überlege ich. Ja, Billy läuft da halt rum im Staffer-Check und kauft auch Solo-Haushalt technisch ein. Ja. Jemand, auf dessen Comlink-Profil du siehst, dass er noch nicht lange da wohnt und der deswegen noch ein bisschen vertrauenswürdiger scheint, aber schon die leichten Spur des Misstrauens im Gebälk trägt. Perfekt. In welchem Haus wohnt er? Der wohnt ganz zufällig über dem Staffer-Shack. Perfekte Single-Wohnung. Und zwei Straßen weiter, sag ich mal, ist komplette brachiale Assi-Gegend oder ja, so Bayreuther. Bayreuther Siedlung. Bayreuther? Was? Nee, das kennt man nur bei mir. Ja. Egal. Sagen wir mal 3, 4. Also so, wo die Zigos leben. gut. Was denn? Ich nee, pack's okay. wieder aus. Nee, ist okay. Nee, pass auf. Dann versucht ein Gespräch mit dem vom Zaun zu brechen. Die anderen hatten es auch nicht leicht, das. Ich weiß. Na los. Hi. Hi. Ah, sag mal. Ich bin hier gerade hergezogen. Ist komisch hier, oder? Es ist einfach. Muss dringend irgendwie mehr Geld berappen. Ich muss hier raus. Pass auf, so, wenn du die Chance hast, mach dich ja weg. Ich hab's gerade erst hierher verschlagen. Billy drückt auf die Tränendrüse. So hast du schon eine Waffe? Was? Nein! Besorg dir eine Pistole, Alter. Was für eine denn? Muss man das hier einsetzen? Also, vielleicht schon, musste ich bisher nicht, aber fast alle haben da so ein Ding dabei und ich habe das Gefühl, wenn du hier nachts zu lange draußen rumrennst, keine Ahnung, Alter, wirst du voll überfallen, oder? Ich schlafe momentan fast gar nicht. Besorg dir eine Knarre. Weißt du, wo man hier eine Knarre kriegt? Nee, keine Ahnung, ich habe die mir halt legal, weißt du? Legal, ja, verstehe ich. Ich hatte den Waffenschein halt vorher schon. Na, theoretisch brauchst du ewig, um den Waffenschein zu kriegen. Nicht, weil das so anstrengend ist, sondern weil das alles so ewig dauert mit den Dings. Also, ich habe da 2 Jahre gewartet. Ich habe den damals gemacht zum Jagen, aber Alter. Es ist halt. Weiß ich nicht, vielleicht musst du irgendjemandem mal Geld so stecken, dass es für dich schneller geht. Weißt du da vielleicht irgendwas, wo man sich in die Richtung wenden kann?
Oder wo man sich auf gar keinen Fall vielleicht hinwenden soll? Ja, da unten, da, er beschreibt ja die Kreuzung, da scheint es auf jeden Fall richtig übel zu sein. Oh Gott, warum denn? Es ist ganz nah bei mir dran. Echt? Ja. Keine Ahnung, da erzählt einfach keiner was. Ab und zu hält er mal so ein Wagen und weiß ich nicht, da will dann niemand hin, habe ich das Gefühl, da will ich auch nicht hin. Oh Gott, was für ein Wagen denn? Keine Ahnung. Irgend so ein Wagen, so ein Van oder sowas, so ein kleiner Kleinbus oder sowas. Ein Kleinbus? Ja, ja. Und was machen die dann? Du willst. Es ist immer besser, Dinge nicht zu wissen. Ja, aber wenn ich mich davon fernhalten soll, vielleicht sehe ich den Wagen ja mal woanders dann. Wenn du so einen Wagen siehst, dann drehe ich am besten einfach jetzt obligatorisch weg. Das ist einfach besser. Soll ich von mich hinten bei jedem kommt, Wagen von hinten kommt so ein Ork mit nur noch einem Dingszahn, wie heißt es gleich? Hauer. Ein K9. Was? Ja, egal. Okay, egal, ja. Auch mit so schön blauem Auge, blutige Lippe, richtig schön alles dabei. Sieht auch ein bisschen aus, als könnte der sich theoretisch schon ein bisschen behaupten. Ey! Fresse halten, hier wird nicht drüber geredet. Billy zuckt zusammen. Wie sieht er denn aus, der Typ? Also ich meine, sieht er aus wie Gang? Wäre vielleicht schon Gangmaterial. Ein bisschen, er schielt so ein bisschen tump. Die Augen stehen auch sehr nah zusammen. Hat schon eine gute Menge Grundaggression. Aber scheint Gut. jetzt auch eher, ihn treibt auch eher die Furcht. Aha. Kapiert? Oh Gott, ja. Mach jetzt Brotloch zu. Dann drängelt er sich schön vor an der Kasse, ne? Wie sich das gehört. Billy hakt sich bei dem Typen unter, den sie gerade noch eben gelabert hat, und dreht ihn weg. Ja. Dreh mich weg! Mich weg. Da kotzt er! Jetzt dreh ich ihn ja weg. Und reitet halt immer noch auf die armes Seelchen Beschützerinstinkt bei Männern hervorrufen, Ader. Sie hat ja auch so ein bisschen Ruß im Gesicht, ne? So nee, vor allem, weil dann seine Boobs schön irgendwie an seinem Arm liegen und an seiner Brust, weißt du, da der Beschützerinstinkt klappt. Das klappt das immer, schön. Das ist ganz furchtbar. Männer, gewöhnt Männer. Euch das ab. Seid nicht so blöd. Die Schlampen haben es nicht verdient. Dagegen machen. Da kommen Trennies an und nutzen euer Gutdünken aus. Also, wenn der und Frau ihr wollt mal ankommt, die wurde gerade zusammengeschlagen oder ausgeraubt oder so und wirft sich euch, was nicht passieren wird, dann noch an den Hals. Dann greift der erstmal in den Schritt, um zu gucken, ob der Trenny ist und die das ausnutzt, ja? Dass wir uns mal und wenn es der Trenny ist, dann freut euch. Dann aber richtig, New Experience. Und denkt immer an Billy dabei. Das Beste aus allen Welten. Juhu. Genau. Ja. Für manche bleiben diese Tore für immer verschlossen. Egal. Ich versuche den halt zu bezwürzen, dass er mir versucht. Der andere hat ja gesagt, Fresse, da wird nicht drüber geredet. Ja. Und Billy reitet da jetzt noch eher drauf rum. Also warum? Über was wird denn das geredet? Ich bin doch jetzt auch Nachbarschaft hier. Ich muss doch wissen, über was ich da reden der darf. Typ, wenn der Typ das sagt, dann würde ich einfach sagen, machen wir das nicht. Der Typ hat recht. Wieso? Was ist, wer ist das denn? Das ist einfach jemand, wenn der das sagen kurz, nicht direkt das sagen hat, aber das ist einfach jemand, mit dem du dich nicht anlegst, und wenn der was sagt, dann machst du das. Das ist ganz einfach. Aber kannst du es denn verantworten, dass mir jetzt was passiert? Wenn der sagt, du gibst ihm dein Geld, dann gibst du ihm dein Geld. Klar, Stehst aber du? Nee. Was ist jetzt, wenn mir was passiert, weil du mich nicht gewarnt hast? Könntest du das verkraften? Ey, ich. Kannst du ich damit, weiß kannst, genau, kannst du wie damit ich leben? Ich weiß genau, wie es ist, hier neu zu sein. Das ist richtig kacke, aber irgendwas musst du begreifen. Wenn du keiner, mich morgen in der Zeitung dann siehst. Keiner hier ist so nett wie ich. Hier ist jeder irgendwie sich selbst der Nächste. Das ist total behindert. Du musst aufpassen. Und wenn da irgendwas ist, dann. Wenn da nicht gesprochen wird, dann wird da. Nee, da wird da nicht drüber gesprochen. Aber warum denn? Da muss es doch einen Grund für geben. Und vor allem, über Bestimmt, was darf ich denn aber... reden? Über was darf ich denn nicht reden? Einfach dass der ein offenbar... blaues Auge hat? Nein, einfach offenbar, was da hinten an der Kreuzung ist. Es interessiert mich doch ein Scheißdreck. Ich will da ja gar nicht mehr hin, aber warum?
Hey, na, wenn darüber nicht geredet wird, dann ist doch der Grund egal. Da wird einfach nicht drüber geredet. Verstehst du das nicht? Nee, verstehe ich nicht. Ich bin blond. Dann setze dich jetzt am besten zu Hause hin und denkst nochmal drüber nach, okay? Mach's gut. Nein, geh nicht. Ich hab noch eine Dose Ravioli zu Hause, die kann ich uns aufwärmen. Nee, er wird sich jetzt verziehen. Ja, scheiße. Na, da ist Kacke am Dampfen hier, hä? Ganze Make-up verheult jetzt wegen dem Arsch. Ich dachte, du hast heulfestes Make-up. Oder hast du extra nochmal welches aufgetragen, was nicht heulfest ist, damit das besser klappt? Ja, natürlich, als Con-Artist muss man doch bitte da auch das Make-up drauf haben, was nicht heulfest ist. Ich finde es schön, dass du auf alles vorbereitet bist. Das finde ich natürlich auch. Natürlich, man muss doch. Mhm. Billy kann nicht mal eben irgendwelche Leute abschießen und alten Frauen die Kassen nach hinten hauen. Das macht sie einfach nicht. Ich finde das auch super düse. Ich muss sagen, ich freue mich ehrlich darüber, dass Billy sich so gehalten hat. Ja, warte mal ab. Wenn die jetzt mehr ins Domina-Geschäft einsteigt, dann wird sie zu ihm hingehen. Ich befehle dir zu reden! Der wird sie dann leider auslachen. Ich bin Lolita. So. Komm mal zu mir ins Studio, Jojo, Kleiner. Du kommst jetzt von meiner Karre runter und wenn da Kratzer drauf sind, dann zahlst du mir die Lackierung. Leute. Sie hat dich ignoriert. Es ist folgendermaßen. Ein Geist saß mitten auf der Straße auf einem Auto. Die Leute haben Schiss vor euch, aber es gibt jetzt schon Leute, die sich zusammenrotten. Oh. Wenn eins etwas Schlechtes bedeutet, dann sind das Geister, die einfach auf Autos sitzen und Köpfe von Menschen bringen. Frau Rottenmeier. Die sind sehr unsicher und halten sich in Deckung, aber ihr seht Waffen, die geladen werden und entsichert. Oh. So, ich würde jetzt sagen, wir fahren los. Und du kommst jetzt nochmal mal von meiner Karre runter. Das sind ja Leute. Ups. Magierbug! Jojo springt von der Karre runter. Ausrotten sollte man nie. Ups. Ist Vibesvolks anwesend? Also ich ziehe ganz demonstrativ mal meine Maschinenpistole aus dem Wagen. Oh nee, Billy nimmt sich ein Drohnentaxi. So, und dann Jojo einsteigen. Einfach. Lass die scheiß Knarre stecken, Jojo war schon am Einsteigen. Gut. Und dann fahren wir los. Brummelibär, da Düsian, ich glaube, du bist ja auch ein bisschen gewandert, ne? Mhm. Du warst ja gar nicht direkt bei denen, das heißt, ihr könnt Düse sogar noch einsacken, wenn Billy das wünscht. Mhm. Hat Billy den Mob überhaupt mitbekommen? Ja, doch, durch die Comlink-Schaltung, ne? Wenn ihr eine hattet. Ja, wir stehen, wenn wir so eigentlich auf so Sachen immer, ne? Sind, dachte ich doch immer. Ja. Dann hast du das mitbekommen. Gut. Ich hab die Kleine vermisst, es war so schön, dass sie wieder mal da war. Oh Gott, ihr seid welche. Ey, jetzt musstest du das mit meiner Karre sitzen? Darum geht's nicht. Der Spielleiter wollte gerade wieder sagen... Hört Jojo sich eigentlich manchmal zu? Oder hört ihr Jojo manchmal zu? Es war so schön, dass sie da war. Die kommt nur, wenn Jojo jemanden umgebracht hat. Immer wenn Jojo redet, kommt bei mir... Es ist halt moralisch fragwürdig. Also, weil Düse mir nie zuhört. Quatsch. Ich hab gesagt, Jojo, das hat also Billy gesagt. Deswegen, ja, das war schon mal gar nicht ich. Dann. Ich wollte euch auch nicht ganz so lange unterbrechen. Macht weiter. Fühlt Jojo sich jetzt ein bisschen schlecht, weil Billy nie hören will, wenn sie irgendwas zu sagen hat. Das stimmt doch gar nicht. Ich höre dir immer zu. Keiner hört mir zu. Das war weiblich. Stimmt. Siehst du? Also, was könnte in diesem blöden Kaff denn jetzt passiert sein? Die Drogues müssen ja richtig abgegangen sein. Na, es ist normalerweise unwahrscheinlich. Du bist ja gar nicht so lange hier, du kennst sie noch gar nicht so gut, ne? Nee. Normalerweise sind die immer irgendwo aufgetaucht, haben ein bisschen Krawall gemacht, haben das gute alte Rein-Raus-Spiel gefördert, haben halt irgendwie ein paar Leute abgeschlachtet, gefoltert und keine Ahnung was, sind dann wieder abgezogen, waren erstmal nicht mehr gesehen. Das war im Regelfall immer ganz groß in den Medien und dann hieß es immer hier und bla und normalerweise haben die Leute dann auch darüber geredet, haben ihre Geschichten in der Matrix veröffentlicht, haben Selbsthilfegruppen gegründet und Videos Kekse gefressen, Kaffee getrunken und Spaß gehabt. Spaß gehabt, nachdem sie von 15 Leuten vergewaltigt wurden. Yes. Ja, das ist doch super. Eine Umfrage hat gegeben, nur 9 von 15 10 Leuten. 15 von 16 Leuten hatten Spaß daran. So. Genau. Sebastian Edati gefällt das. Heißer Käse.
ich wollte jetzt hören, dass ich gewonnen habe. Du hast es nicht gesagt, Arschloch. Hast du den I-Win-Button heute gekriegt? Für den heißen Käse auf jeden Fall. Da habe ich dir absolut recht gegeben. Siehst du? Okay, so, dass die jetzt hier so komisch sind, das ist in der Tat... Was war das mit dem komischen Auto und dem Haus? Da ist ein Van, der immer an die eine Kreuzung kommt. Und dann passiert was? Alle verziehen sich, keiner weiß, was passiert und keiner spricht drüber, weil keiner drüber sprechen darf anscheinend. Okay, das ist tatsächlich spannend. Hatte nicht einer von uns Drohnen? Trönchen, Trönchen geben Tönchen? Ja, hab ich. Dann sollten wir mal da eine Überwachungsdrohne abstellen und gucken, was da für ein Van kommt. Und wann. Wir könnten uns auch einfach mal auf eins der Dächer legen und gucken. Wir wissen aber nicht, wann das Ding kommt. Ich glaube, das mit der Drohne ist besser oder einer Kamera. Okay. Kamera wäre mir lieber, weil die Drohne, wenn die dann weg ist, dann ist die teuer weg. Also war die teuer. So eine kleine Kamera halt, die fällt, glaube ich, nicht auf. Ja. Wir sollten ja noch einige davon haben. Ja, da haben wir noch einige von. Genau. Und das ist aber, wie gesagt, echt ungewöhnlich für die Jukes. Also, dass das so abläuft. Ich meine, klar haben die Leute alle Angst und bla. Ich meine, gut, wenn die dann mit 16 Leuten und guten Waffen und, voll auf irgendwas... Normalerweise hatten die Leute auch deswegen nicht ganz so viel Angst, weil die dann Monate, Vierteljahre lang nicht wieder an derselben Stelle waren. Ja. Vielleicht haben die jetzt... Ja, die werden wahrscheinlich irgendwas... öfter wieder auftauchen. Also es gibt... Also mir kommen gerade zwei Ideen. Entweder die haben... Also entweder das ist jetzt irgendeine Art Nachahmerorganisation oder was weiß ich nicht was. Oder man will den Jukes einfach die Sachen für irgendwas in die Schuhe schieben. Ich meine, die nachzumachen ist gar nicht so schwer. Um hier irgendwas abzuziehen und die Leute einfach dazu zu bringen, nicht näher zu gucken und nicht näher nachzuforschen und eben genau die Reaktion hervorzurufen, keiner will was sehen und man kann da halt in Ruhe seinen Scheiß abziehen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die Jukes organisieren sich gerade wirklich, was halt dann auch, weiß ich nicht. Wir sollten mal einen von den roten Jacken finden. Die müssten doch vielleicht wissen, was in ihrem Turf abläuft. Aber vielleicht jetzt nicht erstmal. Vor allen Dingen kann es gut sein, ich meine, die sind seit 3 Wochen nicht mehr aktiv. Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Die wurden alle nicht mehr hingerichtet wahrscheinlich. Ja? Ach, das ist eine kleine Turf-Gang gewesen. Also es kann gut sein, dass die irgendwann mal platt gemacht worden sind. Ich habe keinen einzigen Typen mit roten Jacken gesehen. Nicht mal Nicht-Lederjacken. Eben. Es gab einen, der hatte, das war wohl eine initialrote Jacke, aber er hat sie irgendwie mit irgendwelchem Dreck und so beschmiert, dass sie eher lila ist. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass die dafür gesorgt haben, dass die Leute, die das eigentlich da so ein bisschen geguckt haben, da jetzt nicht mehr sind. Das könnte sein. Oder die Fleischer holen sich einen neuen Turf. Ha! Nee, glaube ich nicht. Das wäre nicht ihr Stil, die würden noch machen. Die würden es vermutlich eher als Fleischer machen, weil, ne, die würden es nicht so tarnen, glaube ich. Gute Idee. So, yep. Aber... Mäßig. Genau, wir können uns jetzt trennen und ich werde mal rausgucken, was ich rausfinden kann und das wird und so weiter. Und ihr werdet gucken, was ihr rausfinden könnt. Eine Sache noch, Geschäfter. Du hast ja gesagt, das sind auch Kameras und so. Wir haben doch Kameras gesehen, ne? Kameras. Auf der Kreuzung. Ja, habe ich da explizit von Kameras gehört? Ja, natürlich. Ach so. Ja, würfelt doch mal Edge. Ihr braucht 3 Erfolge. Also jeder würfelt Edge. Für einer von euch. Oh, das hättest du es mal früher sagen sollen. Könntet jetzt noch jemand anderen bestimmen. Dann natürlich das Schlummi-Tier, weil die niemals einen Würfel hat. Du würfelst nie Edge. Komm mal, Edge-Wurf. Ich? Du bist ja. der immer sehr viele Erfolge hat. Richtig, ich habe nie Erfolge. Und 3 ist halt schon eine harte Ansage. Komm, 2 Erfolge, kriegst du, Deli. Du brauchst insgesamt 3. Bäm! Ah ja, mein Erfolg. Ach so? Seine Erfolge sind 3 Erfolge. Nein. Okay. Es gab da welche, die sind durch Sachbeschädigung zugrunde gegangen. So wie in dem TÜV allgemein natürlich einigermaßen. Aber dort speziell, da war so eine Ampel und da waren halt Kameras dran und da wurde oben komplett die Ampel zerrungst. Plötzlich. Irgendwie abgesägt oder sowas in der Richtung. Vielleicht mit einer Monofilamentkettensäge.
Ich werde mir die Woche über mal den Bumsbulli schnappen und hier nochmal kurz vorbeifahren und irgendwie eine Kamera anbringen. Dann machst du bitte mal eine Verkleidenprobe und Geschick. Also Verkleidung. Ich werde übrigens im Wagen mitfahren und von aufpassen, im Wagen dass sie jemand aufpassen. Bringt. Genau. Das mache ich alleine, das geht doch viel schneller. Nein, ich werde einfach nur im Wagen sitzen bleiben. Und für den Fall, dass irgendjemand wegbremsen will, knall ich den weg. Okay, das machen wir heute noch. Ja, dann würfel einfach nur mal verkleiden und geschick das ja, euch mir. Ja, mach ich doch jetzt. Und Deli, Kaban kommt ja nicht mit, damit dich niemand gefährdet, sondern damit du niemanden gefährdest. Zwei Erfolge. MacGyver-Bonus vergessen. Nein. Wir wollen den Sound hören. Ich bin Verteidiger. Das ist richtig. Und sie hat es wieder geschafft. MacGyver-Wette. MacLesbian. Was? Ja, MacGyver. La Lesbos. Lesbos ist super. So. Gut. Bis nächste Woche. Bis dann. So, ich weiß nicht, was das aussagt, oder, also natürlich sagt es prinzipiell erstmal nichts aus, weil alles sinnlos ist, was hier passiert, aber so irgendwie Kaban macht, ne, den Dude und merkt, dass die Dudette, die er da vor sich hat, halt noch einen Zahn anders ist, als er erwartet hat, vor allem nach dem Wurf. Jojo denkt sich halt, okay, weißt du, dann schlage ich halt einfach wieder Köpfe ab, kann ich ja auch, easy. Jeder mag Magie in der Öffentlichkeit und Billy hat es halt irgendwie ein Stück weit, ich fand Billy am besten jetzt gerissen, so weißt du, von wegen das ausnutzen, was der Charakter in seiner Rolle kann, das fand ich schön und ich fand das auch sehr wichtig, Bildungsauftrag, du weißt Bescheid, dass wir da vielleicht noch den Männern einen Hinweis geben konnten, ne, wie man, also dass man sich dagegen wehren muss, das halte ich für ganz wichtig. So, Mad in Mad, Russian Tango. Alle anderen Sachen stehen unten und auf WordPress und du weißt Bescheid. Bis zum nächsten Mal.